Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute beim Zeitzeugenportal. Zwei herkömmliche Bürger, die sich zum Berliner Mauerfall äußern und ihre Emotionen rund um dieses Ereignis mit uns teilen. Unser erster Zeitzeuge, Lukas Sutter, ein Schweizer, der sich im November 1989 in seiner Heimat Basel aufhielt, stellt sich vor. Ich wurde geboren 1924 in Basel, das Staatsexamen gemacht in Medizin. Dann habe ich eine Rekrutenschule gemacht, 1944, habe noch 9 Wochen Aktivdienst, die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges als Sanitätssoldat absolviert. Antje Behrendes, unsere zweite Zeitzeugin, wächst in Potsdam, der DDR, auf. Ich bin Jahrgang 69, das heißt, im Herbst 89 war ich genau 20 Jahre alt und studierte Mikrobiologie in Greifswald. Und Greifswald liegt im Nordosten Deutschlands, relativ nah an der polnischen Grenze. Und als braver Student war ich natürlich dort am besagten Donnerstag, dem 9. November. Nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg wird Deutschland in 4 Zonen aufgeteilt. Die Hauptstadt Berlin, die im sowjetischen Teil Deutschlands liegt, ist ebenfalls in 4 Zonen aufgeteilt. West-Berlin besteht aus der amerikanischen, französischen sowie der britischen Zone. Die sowjetische Zone bildet Ost-Berlin, welches von der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, verwaltet wird. Jährlich verlassen zigtausende Bürger die DDR, da sie mit dem politischen System nicht einverstanden sind und gelangen in den Westen. Deshalb beginnt die DDR, die Grenzen zur BDR ab dem Jahr 1952 zu befestigen. Allerdings ist damit die Grenze in Berlin immer noch offen. Um diesen Flüchtlingsstrom dort zu unterbinden, entscheidet die Regierung der DDR, eine Mauer zwischen Ost- und West-Berlin zu bauen. Am 13. August 1961 schließt Ost-Berlin seine Grenzen. In den folgenden Tagen und Monaten entsteht zwischen Ost- und West-Berlin eine 46 Kilometer lange Mauer und schließlich um ganz West-Berlin befestigte Grenzanlagen auf einer Strecke von fast 160 Kilometern. Anfang September 1989 gibt es auf den Straßen der DDR unzählige Demonstrationen, die ihren Ursprung in den bereits Anfang der 80er Jahre stattfindenden montäglichen Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche haben. Auf dem Ostberliner Alexanderplatz demonstrieren im Oktober 1989 bereits rund 500.000 Menschen für Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit und in der ganzen DDR Zehntausende. Nebst den Demonstrationen diskutieren die Politiker über neue Reiseregelungen, was bei den Bürgern der DDR Hoffnungen weckt. Denn so könnte ein jahrelanger Traum, unkompliziert in den Westen reisen zu dürfen, in Erfüllung gehen. In der Schweiz war die Situation in Deutschland laut Augenzeugen kein großes Gesprächsthema. Berlin lag in der Ferne und gehörte deshalb nicht zum Gesprächsstoff am Esstisch. Erst ab Mitte der 80er Jahre verfolgte man die Situation im Fernseher. Man hatte zu diesem Zeitpunkt die Vermutung, dass das kommunistische Regime möglicherweise ein Ende finden würde. Auf die Frage, ob es ein Schock für Schweizer gewesen war, antwortete ein Schweizer Bürger wie folgt. Ein Schock keineswegs, sondern ich erwarte das schon lange, also Wochen vorher. Man sah ja, dass das ganze kommunistische Regime dem Ende zusteuerte. Es war nur noch eine Frage der Zeit. In den 80er Jahren beginnt sich das strenge Reglement des kommunistischen Regimes allmählich zu lockern. Polen macht mit der Wahl eines nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten den Anfang für den Fall des Eisernen Vorhangs. Als nächstes erreicht es Ungarn. Anfang Mai 1989 entschließt sich Ungarn für den Abbau der Grenzanlagen zu Österreich. Dies löst einen ersten Flüchtlingsstrom nach Ungarn aus. Doch entfallen Grenzkontrollen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ab dem 11. September ist es dann endgültig. Man darf ab jetzt als ausreisewilliger DDR-Bürger mit Ausreisegenehmigung in den Westen. Und das alles, obwohl Ungarn dies ohne vorherige Absprache mit der DDR-Regierung festlegt.
Mit dieser ersten Öffnung ermöglicht man bis Ende September 30.000 Menschen in den Westen zu fliehen. Beinahe zwei Monate später ist es auch für die DDR und die BDR soweit. Am 7. November 1989 tritt nach unzähligen Demonstrationen und Protesten von Hunderttausenden von Menschen die kommunistische Regierung zurück. Wir fragen uns, wo sich Antje momentan befindet. Ich war also als Studentin im Studentenwohnheim der Universität Greifswald und habe da in meinem Zimmer gearbeitet. Und wir hatten also, das muss man noch dazu sagen, so ist nämlich die DDR gewesen, wir hatten weder Fernseher, noch hatten wir Westradio, das wir hätten hören können. Und es gab natürlich da auch kein Telefon. Das heißt also Nachricht und Handys natürlich sowieso schon nicht. Das heißt, wir waren also komplett auch wie Dresden im Tal der Ahnungslosen. Aber dann kam ein Kommilitone von mir ins Zimmer an dem Abend vom 9. November und sagte plötzlich, also jetzt ist alles aus, jetzt tanzen die auf der Mauer. Und wir guckten ihn an und dachten so, das kann jetzt nicht sein, da hat er sich irgendwie, was soll das jetzt? Also wir waren da völlig verunsichert und dachten also nein. Und wir hatten aber keinerlei Informationen und haben das einfach mal so ungläubig hingenommen und konnten das auch nicht richtig einordnen. Wir haben es vermieden, politische Diskussionen durchzuführen und wir waren also absolut neutral und der Student, der Mitkommiliton, hat uns das auch nur so mitgeteilt. Wir haben da nicht mehr groß drüber diskutiert, wir waren einfach ungläubig und haben es erstmal nur so hingenommen. 18.50 Uhr am 9. November 1989. Günter Schabowski, ein Mitglied der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, verkündet, dass die Bürger Ostberlins nun ohne Vorliegen enger Voraussetzungen eine Privatreise in das Ausland beantragen können. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Dass das neue Reisegesetz erst am darauffolgenden Tag eintreten sollte, war ihm nicht übermittelt worden. Die Ost- sowie Westberliner machten sich unverzüglichst auf den Weg zu den Grenzübergängen. Es ist 20.15 Uhr. Ungefähr 80 Ostberliner finden sich an verschiedenen Grenzübergängen, wie beispielsweise an der berühmt-berüchtigten Bornholmer Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt haben die Grenzwächter noch den Auftrag, die Menschen auf den nächsten Tag zu vertrösten und zurückzuschicken. Es ist 21.30 Uhr. Im Vergleich zu einer Stunde zuvor befinden sich jetzt 10-mal so viele Menschen am Grenzübergang Bornholmer Straße. Die Staatssicherheit setzt auf eine Ventillösung, worunter zu verstehen ist, dass einzelne besonders lautstarke und unzufriedene DDR-Bürger, nachdem sie einen Stempel quer über das Foto im Personalausweis bekommen haben, von den Kontrolleuren der Stasi durch die Kontrollbaracken geführt werden. Der Pass war somit ungültig und die Personen befanden sich in Gefahr, ausgebürgert zu werden. Nun haben wir 22.40 Uhr. Die ARD-Tagesthemen beginnen mit folgenden Worten. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden. Eine Live-Schaltung zu einem der besagten Grenzübergänge zeigt jedoch, dass dieser noch geschlossen ist. Die Uhr schlägt 23:30. Die Lage für die Kontrolleure in der Bornholmer Straße ist bedrohlich. Die Ventillösung erweist sich als unklug. Währenddem es einigen gelingt, auszureisen und die einstige Grenze zu überströmen, verstärkt sich das Gedränge derjenigen, die noch zu warten haben. Der Massenansturm nimmt zu. Die Soldaten geraten in Verzweiflung und sie entscheiden sich, die Tore an der Bornholmer Straße noch kurz vor der Geisterstunde zu öffnen. Bis gegen Mitternacht wird die Öffnung aller Berliner Übergänge erzwungen. Vorübergehend kommt es zum Einsatz von Wasserwerfern. Der Westberliner Polizeipräsident Scherz bittet dann aber doch, die Grenztruppen dies zu unterlassen, da er die Gefahr befürchtet, mit diesem Wasserdruck Menschen von der Mauer zu spülen und folglich Verletzungen zu riskieren. Ganz in diesem Sinne dominiert also eine Gewaltlosigkeit den Abend. Zwischen 1 und 2 Uhr. Es überwinden Tausende von West- und Ostberlinern die Mauer am Brandenburger Tor und spazieren, ja sogar tanzen vor Freude auf der Mauer. Kurz nach Mitternacht beginnt auch der Ansturm auf die Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Berlin verwandelt sich an diesem besonderen Abend in eine echte Partymeile. Es ist jetzt der 10. November 1989.
Der Versuch an den Berliner Übergängen ab 8 Uhr, wie in der Nacht öffentlich angekündigt, zu einem kontrollierten Reiseverkehr zurückzukehren, scheitert aufgrund des Massenandrangs. Derweilen bildet sich überall in der DDR eine Trabisflut. Augenblicklich ist kein Reisepass erforderlich. Die Visen werden in den Personalausweis gestempelt. Währenddessen ist sich Antje noch immer nicht sicher, ob die Mauer jetzt wirklich gefallen ist. Am Freitagabend bin ich dann vom Studium nach Hause gefahren, oder das heißt, ich bin nach Berlin gefahren und wollte weiter zu einer Freundin nach Dresden. Die hatte mich nämlich eingeladen, hat gesagt, am 11.11. finden da immer die besten Partys statt bei den Studenten. Und ich wollte also tatsächlich sofort weiterfahren. Und war mir aber inzwischen unsicher, ob nun diese Mauer wirklich gefallen ist oder nicht. Woher sollte ich das wissen? Und bin also in Schönefeld ausgestiegen und habe versucht, an einem öffentlichen Telefon zu Hause anzurufen. Dafür musste ich aber erstmal ganz lange anstehen. Und weil offensichtlich alle irgendwie telefonieren wollten und habe also versucht, meine Eltern zu erreichen, um festzustellen, ob die Mauer gefallen ist. Und, aber meine Eltern gingen nicht ans Telefon. Und dann saß ich also schon im Zug nach Dresden und dachte so, also wenn jetzt doch die Mauer gefallen ist und ich fahre nach Dresden, bin ich voll in die falsche Richtung gefahren. Und deswegen bin ich dann in letzter Sekunde wieder aus diesem Zug gesprungen und bin in den Bus gestiegen, der dann von Schönefeld nach Potsdam fuhr. Alle verhielten sich komplett neutral und regungslos, will ich mal sagen. Und also ich musste bis nach Hause kommen. Mein Vater machte dann die Tür auf und sagte, na gut, dass du kommst, wir wollen jetzt gleich nach West-Berlin. Und dann konnte ich es also nicht fassen, dass es wirklich passiert ist. Und er meinte dann, ja, ich war heute schon in West-Berlin. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich will auch. Und dann sagt, ja, Mutti duscht nur noch schnell. Ich, oh nein. Sie soll sich fertig machen. Ich hatte so Angst, dass die vielleicht die Mauer wieder schließen könnten und ich war nicht dort gewesen. Also das war meine größte Befürchtung. Wir sind also an dem Abend dann noch zu dritt mit unserem Wartburg nach West-Berlin gefahren. Am 10. November war ich also das erste Mal im Westen und habe in West-Berlin dann auch noch Kohl gehört. Brand stand, glaube ich, daneben. Genscher, also sie waren alle da. Es war großartig. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Wir hatten Angst alle, weil vorher die Mauer fiel nur aufgrund von massiven politischen Protesten, Demonstrationen und so weiter. Und auch noch als an diesem Wochenende, als die Mauer gerade gefallen war, dachte man immer, ist das jetzt wirklich wahr? Lassen die das wirklich zu? Oder machen sie sie wieder, schließen sie wieder alles? Es war so unglaublich, dass man nicht glauben konnte, dass es plötzlich so schnell und einfach gegangen war. Es war epochal und es war einem sofort klar. Und es war sozusagen, als wenn man auf den Mond fliegt. So unwahrscheinlich. Ich habe es im Fernsehen miterlebt. Ich war hoch erfreut, dass es endlich soweit war. Um die Tage des Mauerfalls herum war die Stimmung erleichtert, weshalb die Bürger in der Schweiz auch mehr darüber sprechen wollten. Nun wurde dieser Anlass auch am Esstisch besprochen. Der Mauerfall hatte laut Augenzeugen keinen starken Einfluss auf die Stimmung in der Schweiz. Man freute sich, dass es endlich zu Ende war und hoffte auf eine bessere Zukunft für Deutschland. Ein Schweizer Bürger beurteilte die Veränderung der Stimmung nach dem Mauerfall wie folgt. Also, soweit ich beurteilen kann, wurde das allgemein mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die Mauer da gefallen ist. Also zunächst einmal war man einfach nur erstmal froh und glücklich über diese Wendung des Ganzen. Aber es war natürlich so, dass wir nicht gleich das Geld hatten, um im Westen auch einzukaufen oder dort essen zu gehen oder irgendwelche Freizeitaktivitäten wirklich vorzunehmen. Man konnte also erstmal nur rüberfahren und gucken. Aber schon das war großartig. Ja. Wobei man auch immer so ein bisschen so das schlechte Gefühl hatte, dass man dachte, oh, die erkennen einen sofort als Ossi und behandeln einen vielleicht irgendwie wie Menschen zweiter Klasse, weil man eben so ein armer Ossi ist. Ein Jahr später wird der Kalte Krieg formell beendet. Die Sowjetunion und das Militärbündnis der Warschauer Paktstaaten lösen sich auf und gründen die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Über die Jahre wurde die Mauer abgebaut, wobei viele Bürger Mauerstücke als Souvenir eingepackt haben.
Der vollständige Abriss der innerstädtischen Mauer in Berlin erfolgte in der Hauptsache von Juni bis November 1990. Die DDR brach in sich zusammen. Der Lebensstandard in Ostberlin hat sich weitgehend dem von Westberlin angepasst. Nach dem Mauerfall ist die Ostberliner Gesellschaft und auch das Stadtbild bunter geworden. Zudem wurde die Währung der DDR abgeschafft und die westdeutsche D-Mark im Osten Deutschlands übernommen. Noch heute kennzeichnet an vielen Stellen eine Doppelreihe von Kopfsteinpflaster den ehemaligen Verlauf der Mauer in der Stadt.